CMT 2023. Wir stehen hier bei Kampwerk bei Mike, Hallo. Der uns jetzt einen coolen Zeltanhänger vorstellt. Richtig, genau. Wir sind ja schon seit 14 Jahren knapp am Markt und haben viel der Messe immer unsere schönen Produkte hier zu sehen. Und dementsprechend können wir mal zeigen, wie sowas hier sich darstellt und aufbaut. Ne? Ja. Soll ich es mal aufbauen jetzt? Ja, gerne. Moment? Sehr gut. Genau, also hier ist so ein Paket, was sich als Zeltanhänger benennt. Das heißt, wir haben unten einen Anhänger, der dementsprechend 900 Kilo Stauraum zulässt. Wir haben oben das Zelt, was nochmal so abgeplant ist, wieder vorne, dass man das erstmal gut verhüllt und schützt vor Schmutz, Wetterumflüssen und anderen. Und wenn man das dann dementsprechend vor Ort hier aufbaut, dass man dementsprechend den Urlaub beginnt, hat man die Plane hier abgezogen und dann ist das eigentlich das einfachste Spiel und das genießen unsere Kunden, die sich dementsprechend sowas zulegen, dass man dann einfach nur hier reingreift, anliftet, das hier zurechtzieht und schon innerhalb von wenigen Minuten hat man schon sein Paradies hier aufgestellt. Das ist ja ein Kinderspiel. Richtig, genau. Und das Coole ist ja, der Stauraum, also der ganze Anhänger kann ja immer noch genutzt werden. Immer, ne? Genau. Das ist der Vorteil, dass man wirklich das Auto freilässt. Ja. Man hat dementsprechend den ganzen Gepäckraum frei, wie hat mit 900 Kilo Zuladung. Wenn man so allgemein im Wohnwagen, Wohnmobil liegt man so bei 200, 300 Kilo. 90% der Fahrzeuge sind überladen. Ja. Geht leider nicht anders. Wir können es nicht schaffen zu überladen, weil 900 Kilo, gefühlt eine Tonne, nimmt keiner mit in Urlaub. Ne? Das ist der Vorteil. Absolut nicht. Genau. Und sein Auto hat man ja auch noch dabei. Das kommt noch dazu, genau. Ne? Und das ist natürlich die Flexibilität, die man hier hat. Man kann es auch erweitern. Bei so einem kleinen Modell hat man 9 Quadratmeter Grundfläche. Okay. Man kann das noch erweitern mit einem Vorzelt, dann nochmal um 9 Quadratmeter. Das bedeutet, wir haben 18 Quadratmeter beim kleinen Modell und beim großen sollen bis zu 23 Quadratmeter. In welchem Wohnmobil oder Wohnwagen hat man denn so viel Platz? Gar nicht. Total gigantisch. Total gigantisch. Das ist wir sind so erfolgreich, weil die Leute das erkennen, dass man diesen Wohnraum zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis dementsprechend so schnell gestalten kann, dass man wirklich mit einem Riesenbett, was kaum einer in der Wohnwagenbranche hat, mit 2,20 Meter x 1,75 Meter darstellt, irre. Muss man ganz klar sagen. Der ganze Anhänger ist ja während der Fahrt, hat ja keine Dimension. Also das richtig. Ist ja Der Vorteil ist, sagen wir mal, von den Kunden, das Grundmodell liegt um die 400 Kilo vom Gewicht. Das heißt, man kann im Übertrag vom Polo bis zum Porsche mit jedem Fahrzeug das Gerät ziehen. Das ist natürlich angenehm, auch für Führerschein-Neulinge immer ganz interessant, weil wir eine Gesamtkapazität von 3,5 Tonnen Gesamtmasse mit einem gebremsten Anhänger nicht überschreiten. Und daher haben wir natürlich den Vorteil, auch Führerschein-Neulinge müssen sich da nicht ergänzen, sondern können mit dem Fahrzeug sofort losfahren. Mega. Ja, das stimmt, weil die haben echt das Problem. Ja. Ne? Was wähle ich aus? Ich habe meistens ein kleineres Fahrzeug. Ist so. Mit ist wenig so. Anhängelast. Und das ist das wussten wir gar nicht. Wir sind zufällig auf den neuen Markt aufgeschoben, weil auch die Elektrofahrzeuge nicht so viel ziehen können. Und wir durch Zufall damit den zweiten Markt erreichen, ohne richtig was dazu getan zu haben. Und das ist natürlich klasse. Ne? Das ist wirklich klasse. Ja, und E-Fahrzeuge sind ja jetzt absolut. Das ist gekommen, ja klar, wir werden uns jetzt alle erwischen irgendwann. Ja, ne? Und von daher muss ich sagen, haben wir natürlich das Glück, dass wir. Ja, einfach reinspringen mit zum Wohlfühlen. Ne? Das ist natürlich klasse. Und auf der anderen Seite sehen wir das ja schon mal fertig aufgebaut. Ne? Genau, richtig. Das ist jetzt auch das größere Modell, das man das mal sieht. Das war das Familienmodell. Das bedeutet, wir haben die gleiche Idee, die wir gerade gezeigt haben, nur noch ergänzt um ein, ich sag mal, Kinderzimmer dazu. Ansonsten alle Modelle immer identisch, also Anhänger, Bett, auch die Zusatzmodule, so wie jetzt hier die Küche, die bei jedem Modell dann dazu erhältlich ist, macht es natürlich auch sehr interessant, weil wir kochen ja immer draußen. Ja, klar. Jeder Wohnwagen, Wohnmobilhersteller nimmt sich ja immer noch eine zweite Küche mit, weil er ja den Geruch nicht im Fahrzeug haben möchte. Mhm. Wir haben das Modell gleich draußen. Und das ist natürlich klasse, dass man dann den Komfort draußen hat, die Gerüche auch draußen lässt. Also und das macht die Sache natürlich auch wirklich spannend. Ne? Die Küche ist also optional. Ist optional, genau. Wir haben um die 30 Optionen bei diesen Fahrzeugen. Ich sage, wir stellen das zusammen zwischen 9.000 und 18.000 als Möglichkeit. Das ist so die Idee, wo sich jeder Kunde einfinden kann in den Modulen, in den Zusätzen. Und das Schöne ist, die meisten Module sind auch nachrüstbar. Das heißt also, man kann sich auch nach seinem Geldbeutel dementsprechend erstmal einstellen und sagen, man fängt erstmal mit dem Einstiegsmodell an, aber man hat nicht verloren, den man das jahrelang nachher auch ergänzen darf. Bei dem Modell hier, Modell Family für 9.880 Euro, was ist da denn alles dabei? Das ist erstmal der Basisanhänger, so wie hier steht, was wir aufgezogen haben und dann kommt dementsprechend später Küche, Vorzelt und alle Dinge optional dazu. Ne, man kann es auch ergänzen, man kann auch die Bordwand noch erhöhen. Also es gibt immer viele Features, die man noch ergänzen darf. Wir haben auch was ganz, ganz aus unserer Sicht Innovatives im Vergleich zu anderen im Wettbewerb. Das nennt sich Tropendach. Das heißt also, wir haben dementsprechend
Wir haben dementsprechend auch die Möglichkeit, das als Klimaanlage zu nutzen. Das klappt dann automatisch auf. Die zweite Dachhaut, das ist dann also Hitze, Regen, Vogelscheiße, Baumharze drauf kleben. Und dementsprechend hat man natürlich immer noch eine Idee, auch das lange komfortabel zu erhalten, also von der Pflege und natürlich vom Klima her. Also das ist schon gigantisch, ne? Weil Hitze ist ja immer ein Thema, logischerweise. Und wenn man das dann hat, dass man da wie eine Klimaanlage sich wohlfühlen darf, herrlich. Ein super schönes Raumklima. Natürlich ein Zelt hat immer einen anderen Charakter als eine Wand. Und dadurch ist es natürlich viel, viel atmungsaktiver. Man hat ja dieses Zeltfeeling, was man ja natürlich mögen dürfte, muss, sollte, sonstiges. Aber dieses Atmen, dieses Freie, dieses Leben, dieses Klima, was da... Ein sehr schönes Wohlfühlklima. Das ist wie draußen schlafen. Ja, ist wie draußen, genau. Und das kuschelige Bett, wo ich mich gestern schon mal reinlegen durfte, das ist dabei. Das ist in dem Fall jetzt dabei, wenn man sagt, ne, das hat eine Fläche von 2,20 Meter x 1,75 Meter. Mhm. Also ja, kaum in den Wohnwagen, Wohnmobilen machbar. Ja. Und ist natürlich sehr komfortabel, so wie du siehst, mit dem Fondue-System, was wir da haben. Und das ist natürlich super klasse. Und ich kann ja gerne noch mal zeigen. Ja, gerne. Gleich den Laderaum, den ich eben schon mal erwähnt habe, mit diesen zusätzlichen 900 Kilo. Und das bedeutet, dass wir hier alles nutzen können. Super. Ne? Das ist natürlich gigantisch. Genial. Jetzt haben wir natürlich unsere Kleinigkeiten für die Messe hier drin. Natürlich. Aber da macht man natürlich seine eigene Spielerei und hat natürlich einen super komfortablen Platz. Auch wenn man draußen Wetter ist, dass man immer von oben rein kann. Mhm. Man muss also nicht ums Auto rumsteigen, von draußen rumwühlen, sondern man geht im Fahrzeug direkt an das, was man braucht, dran und kann das dementsprechend auf- und zuklappen. Und das ist hier mit Dämpfern drin, also super einfach. Man muss jetzt nicht irgendwie sich da verausgaben, sondern alles komfortabel konstruiert. Weil wir sind zwar Camper, aber wir sind faul, wir wollen es einfach. Einfach schön. Ich finde es auch echt schön, weil man hat ja einfach keine Abstriche, man hat ein super bequemes Bett. Ja. Ja. Das ist halt anders wie jetzt in einem normalen Zelt hier auf dem Boden, auf der Wiese oder keine Ahnung, wie zum Schlafen. Genau, auch hier, wo du gerade hinschaust, sehr gut gezeigt. Das ist natürlich nochmal die Durchlüftung, die wir haben. Da haben wir die Möglichkeiten, gerade in wärmeren Gefilden. Ich bin gerne auf Korsika. Das heißt, da brauche ich eben die ganze Zirkulation. Da habe ich praktisch, ich sag mal, da sitze ich direkt auf dem Strand. Und das ist natürlich so, dass ich hier alles frei habe. Ich sag mal so nackt auf dem Platz. Ne? Alle Zirkulationen sind da. Mhm. Aber wenn man dann, so wie ich, also komme aus dem Hamburger Raum, da habe ich auch Wind und Wetter, kann ich natürlich auch alles wieder komplett schließen. Dementsprechend, wir haben ein Heizmodul, dass man dieses Fahrzeug auch erwärmen kann. Also es gibt viele Facetten, die wir auch haben. Oder ein Toilettenmodul, die man ergänzen darf im Zubehör, dass man wirklich auch den Komfort, den man gerne wünscht, sich selber dann ergänzen kann. Ja, so wie man das braucht für jede Bedürfnisse. Ne? Auch hier nochmal zu sehen, sehr gut. Das ist unser Kinderzimmer symbolisch einmal so. Das ist ein Etagenbett, was man auch noch höher stellen kann, beziehungsweise auch bis zu drei aufbauen darf, bis zu drei Personen. Das Bett, sehr stabil und robust, ist ein Stahlgestänge, das eine Belastung pro Bett 160 Kilo möglich macht. Ich persönlich nehme das sogar als Gästebett, wenn man es zu Hause hat. Also die Ergänzung ist immer da, der Mehrwert. Ne? Man hat nicht nur die Sachen für das Campen, sondern man kann sie auch irgendwo zu Hause anderweitig nutzen, damit das Geld, was man einsetzt, auch immer eine Flexibilität hat, den Mehrwert zu Hause zu nutzen. Ja, und es fühlt sich ein bisschen an wie eine Hängematte, also total bequem. Richtig, genau. Es ist sehr großzügig, es hat 2 Meter Länge und 1,05 Meter Breite und dadurch ist es auch nicht so schmal und die Kinder sind ja dementsprechend, wenn sie klein sind oder größer werden, sind nicht gebunden, sondern sie haben ihr eigenes Reich. Ja, das ist und das schön. Genießen Kinder sehr, dass sie da sich auch zurückziehen können und es gemütlich haben. Ne? Ist es bei dem Modell Family dann jetzt dabei? Nein, das ist ein Zubehör. Ne, weil auch einige nehmen den Family 519. 519 Euro. Genau. Für zwei Betten. Genau. Und man kann als Gimmick kann man das Teil sogar als Couch umbauen. Man kann ja diese Wand, weil es ja dann höher ist, sonst nach hinten machen und dann hat man auch eine Freizeitcouch. Entweder hier, das ist einige so als Couch im Wohnzimmer, also im Schlafzimmer nehmen. Oder eben auch mal draußen hinstellen und so. Das ist natürlich ein Gimmick, dass man das da auch noch anders nutzen kann. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Und der Boden? Der Boden, das ist jetzt ein Messeboden, den haben wir jetzt hier nur dargestellt. Aber das Tolle ist, wir haben hier diese Badewanne. Das heißt, die Badewanne ist komplett geschlossen, extra so hoch, dass die Enten dagegen schwimmen können. Und das bedeutet, dass man dementsprechend den Raum immer gesichert hat gegen Wind und Wetter. Dann kommt auch kein Wasser rein. Darum geht's, genau. Darum, das ist das Wichtige. Deshalb, es gibt ja auch Modelle, wo man den einzippen muss. Das ist natürlich schade, wenn du abends um 22.14 Uhr irgendwo ankommst, bist auf der nassen Wiese und jetzt fängst du an, den Boden einzuzippen. Ja, das wäre natürlich, da sind wir natürlich im Vorteil, so wie wir es gerade präsentiert haben. Wir bauen das auf, die Badewanne ist gleich fertig, wir fühlen uns gleich trocken und wohl. Und wenn wir dann weiter am nächsten Tag das Vorzelt aufbauen können, sind wir erstmal gesaved. Genau. Ne? Und das ist natürlich der Vorteil bei der Sache. Ja, und wenn du spät abends irgendwo ankommst, wie gesagt, ein paar Handgriffe, alles steht. Bist du fertig? Kannst du schlafen legen. Bettzeug ist alles gleich fertig drin. Alles fertig, das lassen wir alles drin. Also wir haben wirklich innerhalb von ein paar Minuten schon den Schlafplatz gesichert. Und am nächsten Tag, wenn die Sonne hochsteht,
machen wir den Rest. Wir sind ja im Urlaub, wir haben ja keinen Stress, wir genießen das ja auch. Das ist ja auch was Nettes dann, ne? Das geht ja schnell. Und auf dem Boden kann man sich ja einen schönen Vorzeltboden noch einlegen. Richtig, genau, genau. Man kann sich Resteteppich oder einen kleinen Boden rein. Ja. Es gibt ja so viel im Zubehör, dass man das so ein bisschen nett machen kann. Also da ist man ja flexibel, ne? Auf jeden Fall. Und auch man kann ja ein bisschen Farbe reinbringen. Ich habe zum Beispiel auch so was Farbiges da drin, das ein bisschen witziger wirkt und so. Man kann es ja auch ein bisschen auffrischen, damit man so seine eigenen Touch da reinbringt, ne? Genau. Wo findet man euch denn außerhalb der Messe? Also unser Hauptsitz ist in Bochum, da ist unser Werk. Wir haben aber deutschlandweit für 5 Showrooms, die wir verteilt haben, von Hamburg bis nach Augsburg, mhm. Halle, in Würzburg. Also wir sind sehr stark in Deutschland verteilt. Ansonsten sind wir wirklich auf 32 Messen zugegen. Also wir sind mega präsent. 32 ja, Messen? Deshalb. Eine Homepage habt ihr sicherlich auch. Ja, natürlich, klar. Wir haben eine super Seite, wir haben einen YouTube-Kanal, man kann uns da treffen, ja, cool. Wir sind natürlich Instagram, wir sind überall präsent in den Medien und dadurch auch, wir können unsere Fahrzeuge kann man online schon mal konfigurieren, dass man schon so ein Preisgefühl hat oder welche Ideen. Genau. Wir sind natürlich dann im Kundenservice, dass wir uns auch immer gut zu erreichen sind telefonisch. Also wir haben ein gutes Package, was wir da den Kunden anbieten dürfen. Die Homepage und euren YouTube-Kanal werden wir verlinken in der Videobeschreibung, ja, also schaut mal rein. Gerne. Kommt hier auf die Messe her oder an viele andere Messen, 32 habe ich gehört. Ja. schaut es euch wirklich an, wir finden es echt genial, auch das, der ganze Raum, der Platz hier. Ja, also, ist irre, ne? Ja. Die Raumhöhe ist natürlich das, was so zum Tragen kommt, weil wenn man bedenkt, wir haben ja hier nur 5 Meter. Aber du siehst ja, du stehst hier drin, es wird gewaltig durch die Höhe. Man kriegt hier kein Debris, man hat ein gutes, durchlüftetes Zimmer, sag mal so. Und man kommt nicht, wir sind ja fast Corona-konform, können wir uns hier aufhalten, ohne dass wir dementsprechend, also das ist ja wirklich die Möglichkeit, dieser Freiraum, dass man sich wirklich bewegen kann. Man stößt nirgendwo gegen, man hat einfach Luft. In jedem Wohnmobil oder Wohnwagen kommt immer gleich die erste Frage, ja, was ist denn die Innenstehhöhe? Ja, genau, ja. Also da brauche ich hier gar nicht drüber nachdenken. Nee. Hier sind fast 3 Meter, sag ich mal so. Das ist schon, da können wir hier huckepack durchs Zelt laufen. Ja. Also wir können alle Möglichkeiten hier ausleben. Ne? Definitiv. Deshalb, also ist schon echt cool, muss man sagen. Ne? Gut, ich denke, dann wäre alles gezeigt. Und super. Wir bedanken uns. Ja, nee, danke, dass ihr das mit mir hier gemacht habt. Ja, freue mich, vielen Dank dafür. Wir haben uns richtig gefreut. Ja. Als wir gestern hier vorbeigelaufen sind, haben wir gesagt, das müssen wir uns zeigen. Ja, klasse. Nee, danke schön. Also Mike, danke schön. Ja, vielen Dank auch. Ne? Mike. Der Mike. Der Mike. Der Mike von Kempwerk. Ja. Also schenkt uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Bis bald. Ja. Danke fürs Zuschauen. Sehr schön. Ciao. Alles klar. Bis dann. Ciao.